Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze heute in meinem Wohnzimmer, denn ich möchte heute mit euch meine Make-up-Sammlung komplett neu strukturieren. Wir schauen, was weg kann, wir sortieren neu, es ist kaum noch Platz da oben, es liegt alles verteilt und ich freue mich ganz doll drauf. Ihr habt es euch bei Instagram gewünscht und ich nehme euch mit. Wird ein bisschen was anderes heute. Ich muss gucken, wie ich das mit dem Licht hinkriege. Meine Make-up-Sammlung ist nämlich ziemlich sehr versteckt. Die letzte Make-up-Sammlung, die ist mindestens 1,5 Jahre her. Da habe ich noch nicht hier gewohnt. Und da war es alles noch so ein bisschen anders verteilt. Heute ist es wieder so ein bisschen anders. Ihr kennt es vielleicht aus Videos mit Hatice oder mit Diana von Schickimicki. Ich habe ein paar Sachen bekommen, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, die mich dabei unterstützen, dass ich das ordentlich reinmachen kann. Ich hatte mir damals die Sachen auch schon teilweise selber gekauft, weil ich es super, super praktisch finde. Und immer wenn ich euch meine Make-up-Sammlung zeige, kriege ich Nachrichten: Maxim, woher sind diese Dinge? Deswegen bin ich heute hier und hier unten, weil ich hier einfach den Platz habe, das Ganze mit euch gemeinsam aufzubauen. Dieses Video wird produkttechnisch, nicht finanziell, sondern nur produkttechnisch von TidyUps unterstützt. Ich habe nach einem Code für euch gefragt. Falls ich einen kriege, ist er einmal hier für euch unten hingeschrieben. Es geht um diese Divider. Ihr kennt ja meine Alex-Regale, seht ihr gleich oben. Gibt es für verschiedene Modelle, auch für den Malmtisch von IKEA. Da könnt ihr euer Make-up perfekt einsortieren. Und ich habe hier schon mal zwei Sachen ausgepackt. Das sind diese Trays, heißen die. Da kann man Sachen einfach schon reinlegen. Das ist jetzt eher eine einfache und schlichte Möglichkeit, Make-up zu sortieren. Es gibt aber richtig praktische Sachen. Und davon habe ich mir noch ein paar ausgesucht, weil meine Primer einfach keinen Platz mehr haben. Meine Foundations haben keinen mehr Platz mehr. Meine Monolidschatten und Glitzerpigmente alles nicht mehr. Und dafür habe ich ein paar Sachen bekommen. Ich setze euch den Code unten mit rein. Wie gesagt, ich verdiene nichts dran, aber es sind wirklich, wirklich coole Sachen, falls ihr viel Make-up habt und das gerne ein bisschen einsortiert haben wollt. Ich baue als erstes mit euch mal eins auf, was ich selber noch nicht hatte. Und das sind die Dividers für die Lidschatten. Es kommt in so einer Pappverpackung, ist da nochmal verpackt. Und dann habt ihr hier diese Acryldinger. Und man muss sie einfach nur zusammenstecken. Das ist wirklich idiotensicher. Ich baue das Ganze jetzt einmal auf. Und dann gehen wir nach oben und ich zeige euch das Vorherbild. Dann seht ihr mal, warum ich diese Dinger brauche. So, schaut mal, das ging super, super schnell. Wenn man den Trick einmal raus hat, dann ist das wirklich gar kein Problem mehr. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 50 Fächer für Monolidschatten und da passen teilweise sogar 2 oder 3 mit rein. Und das wird einfach so in die Schublade gepackt. Ich baue den Rest einmal auf und dann geht's hoch. So, ich zeige euch jetzt einmal ganz grob meine Schminksammlung. Das sind 3 von diesen Alex-Regalen, die es bei IKEA gibt. Und ich habe ja schon einige von diesen Dividern. Das seht ihr hier. Das sind die Divider für Compacts. Wir gehen hier auch gleich nochmal wirklich entspannt durch, dann zeige ich euch das. Aber ihr seht schon, teilweise ist es doppelt befüllt. Hier ist zum Beispiel ganz schrecklich und dafür habe ich mir diese für die Monolidschatten gekauft. Hier sind wirklich Blush-Paletten und Monolidschatten und Liquid Eyeshadows drin. Hier ist so eine Pflegeschublade. Hier sind Lipliner und Setting Sprays. Auch das gefällt mir nicht, dass das zusammen ist. Und eine der schrecklichsten Schubladen mittlerweile ist auch die Foundation-Schublade geworden. Hier seht ihr, hier sind Backups drin. Hier sind teilweise Doppelte drin und Sachen, die hier nicht mehr reingepasst haben. Und dafür habe ich mir nochmal die für die Foundations gekauft. Manchmal habe ich auch welche rausgenommen, weil nicht alle Foundations in diese vorgegebenen Kästchen passen. Aber ich will das einfach ordentlich strukturiert haben. Durch diese Dinger habe ich einfach einen super Überblick, was ich habe und was ich noch brauche. Und hier auch bei den Primern gefällt mir das auch nicht, dass das hier so durcheinander ist. Deswegen werde ich jetzt die Schubladen aussortieren und rausholen, die mir nicht gefallen, wie diese hier und diese hier und die überschüssigen Foundations. Und dann sortieren wir das neu. Hier seht ihr noch einmal die Vorher-Situation meiner Monos und Blush-Paletten. Und so sieht das Ganze aus, wenn das einmal sortiert ist. Und hier können wir jetzt wirklich diese kleinen Mono-Dinger reinmachen. Manche passen so rein, manche nicht. Dann kann ich das aber einfach ganz ordentlich hier reinpacken.
Und so sieht das Ganze doch schon wirklich super professionell aus. Und man hat einfach einen Überblick, was man hat. Ich habe ja wirklich diese ganz, ganz vielen Liquid Liner von Liefel Cosmetics und von Suva, Cream Blushes, Monolid Schatten und die neuen Liquid Eyeshadows von Liefel Cosmetics. Super, super cool. Was jetzt hier nicht mit reingepasst hat, sind natürlich diese länglichen Liquid Eyeshadows. Die packe ich aber definitiv woanders rein. Wir machen jetzt in dieser Schublade hier weiter. Und zwar soll das die Drogerie Highlighter und Blush Schublade werden. Ich habe das ja schon so ein bisschen verteilt, aber ich möchte einen besseren Überblick haben. Deswegen kommen jetzt hier wirklich diese losen Einzelteile mit rein, die hier noch so rumfliegen. Und ich habe da hinten an meinem Make-up-Tisch auf jeden Fall noch eine volle Schublade, die unbedingt wegsortiert werden muss. Auch hier habe ich jetzt wieder eine Schublade freigemacht. Da waren so Sachen für Verlosungen drin. Hier sollen die überschüssigen Foundations rein. Wir haben hier wirklich Dior, alles so ein bisschen durcheinander. Unten will ich High-End hinhaben und oben Drogerie. Auch hier habe ich jetzt diese Einlegeböden gemacht und hier kann ich jetzt die Concealer einsortieren. Ich habe ja von einigen wirklich mehrfache Ausführungen und so habe ich einfach einen Überblick. So, Freunde, ich habe es geschafft. Ich gehe mit euch von oben nach unten durch. Hier habe ich ein paar Backups für meine eigenen Produkte. Davon werdet ihr noch ein paar Schubladen sehen. Falls mal irgendjemand da ist und eine geschenkt bekommen soll oder so, habe ich hier immer noch ein paar da. Die gibt's ja nicht mehr. Hier ist die Concealer-Schublade. Hier habe ich alles einfach so ein bisschen einsortieren können schon mal. Ich habe jetzt nicht nach Marken sortiert oder so. Ich kram ja dann eh immer durch. Aber zumindest rutscht das nicht alles immer durch die Gegend. Weiter geht es mit dieser Schublade. Hierfür habe ich noch keine Lösung, die mir gefällt. Das bleibt jetzt aber auch erstmal so. Ich werde mir wahrscheinlich noch mal von diesen Dividern hier welche holen für die Lip Liner. Da gehe ich aber nicht so oft ran. Auch hier habe ich die großen Face-Paletten, die nirgendwo reinpassen, und lose Baking-Puder mit reingepackt und so ein paar Primer. Aber das weiß ich, wo was ist. Viel spannender wird es jetzt aber hier. Hier habe ich die ersten Puderprodukte. Da werde ich demnächst nochmal so ein bisschen durchgehen. Ich habe hier die ganzen Fenty Cream Blushes von Gucci und Dior. Ich will das so ein bisschen sortiert haben, denn ich habe ja auch hier nochmal eine Puder-Compact-Schublade und hier einer. Ich werde das in den nächsten Tagen einfach mal durchsortieren und so ein bisschen nach Marken und nach verschiedenen Produkten sortieren. Aber hier seht ihr schon Be Perfect. Ich liebe diese Nabla-Produkte. Von Ofra habe ich ganz viel, aber auch hier, ne, die Blushes von Mitchell. Fenty ist hier zum Beispiel, hier und hier. Hier ist kein Fenty, aber ihr wisst, glaube ich, so ein bisschen, was ich meine. Ich will einfach, dass das ein bisschen ordentlicher ist und ich einen Überblick habe. Mir war jetzt erstmal wichtig, dass ich das alles eingeräumt habe. Hier sind zum Beispiel Produkte, die ich nicht mehr benutze. Das sind Produkte von Avon. Ich habe ja für den Avon-Kanal gedreht. Das tue ich nicht mehr. Deswegen können die jetzt erstmal beiseite gepackt werden. Ich schaue erstmal durch, was noch nicht benutzt ist. Das kommt dann in die Verlosungsschublade. Hier haben wir die Drogerie-Foundations einmal sortiert. Viele Drogerie-Foundations kommen halt leider in diesen Quetschtuben, was immer nicht so schön aussieht. Aber ihr seht schon, da kann man einfach, man hat einen besseren Überblick. Ich weiß, okay, heute Revolution, zack, hier, heute Maybelline, heute Wet n Wild und so ein bisschen, ja, feiner alles. Hier ist die Primer-Schublade, einfach auch so ein bisschen sortiert nach Catrice und Drogerie, hier eher so in die High-End-Richtung. Das macht mich verrückt, ne, wenn ich hier Sachen habe, die nicht so richtig reinpassen, aber mein Gott, das ist okay. Und hier haben wir nochmal High-End-Foundations. Auch hier weiß ich dann einfach, okay, Dior habe ich hier, Charlotte Tilbury. Ich habe ja an meinem Make-up-Tisch da hinten noch so ein paar. Und hier unten sind so, ja, Technik-Sachen drin. Auch diese Schublade ist ein reinstes Chaos, aber das ist okay für mich. Ich gehe hier recht selten ran. Ich benutze immer nur dieselben Augenprodukte und wenn, dann
Weiß ich, was ist. Guck mal, hier ist noch so ein Liquid Eyeshadow. Den kann ich gleich noch umsortieren. Ich glaube, das ist meine neue Lieblingsschublade. Schaut euch bitte an, wie schön das aussieht, wenn das alles so ein bisschen sortiert ist. Wenn man will, kann man das Ganze natürlich auch noch nach Farben sortieren. Brauche ich nicht. Ich habe ja zwei funktionierende Augen und kann dann einfach schauen, was ich will. Hier habe ich ganz viele Glitzerpigmente. Hier von Liefel habe ich euch vorhin schon gezeigt. So ein paar Cream Blushes. Ich finde, das sieht aber super schön aus, wenn das einfach hier ordentlich ist. Auch diese Schublade kennt ihr. Hier sind Lippenstifte und Liquid Lipsticks, die nicht ganz so hoch sind. Hier sind die ganzen Asam-Lippenstifte, Leafy Cosmetics, Catrice-Reihe. Ein paar von Jeffree Star sind hier noch mit drin. Ich mache die auch nicht weg. Ich werde sie einfach nur für Looks benutzen, aber dann auch nicht weiter kommentieren. Aber es wäre einfach zu schade, das wegzuwerfen, weil sie sind noch in Ordnung und ich krieg halt in der Drogerie jetzt auch nicht so schnell blaue Lippenstifte. Und das wäre albern, einfach Sachen jetzt wegzuschmeißen, nur weil ich ihn halt einfach nicht mehr unterstütze. Die Fenty-Dinger passen da auch nicht rein. Davon habe ich ja auch ein paar mehrere hier. Ist aber so in Ordnung. Und hier geht es zu den Liquid Lipsticks. Auch hier hatte ich neulich schon mal so ein bisschen sortiert. We Makeup, Nabla, hier We Makeup, Leafy Cosmetics und wieder so ein paar Sachen, die hier nicht mit reinpassen. Aber so weiß ich einfach, wo was ist. Ich habe so einen besseren Überblick, als wäre alles so in die Schublade einsortiert. Hier ist die Lidschattenpalettensammlung. Auch hierfür, naja, das Problem bei Lidschatten ist, die haben ja alle keine genormte Größe wie die Mono-Lidschatten oder so. Catrice bringt mal eine Palette raus, die ist so groß, dann wieder so und dann wieder so. Und das heißt, ich kann das auch gar nicht so richtig sortieren. Was ich sortiert habe, sind hier Natasha Denona und so ein paar nach länglichen Paletten. Aber ich weiß, wo was ist, theoretisch. Es geht nämlich noch weiter mit Lidschatten. Und zwar hier. Auch hier sind welche, die ein bisschen kleiner sind. Aber das ist schwierig, das zu sortieren. Falls ihr eine Möglichkeit habt, wie man Lidschattenpaletten gut sortieren kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Genauso wie hier. Hier habe ich diese ganzen Travel-Paletten von BH Cosmetics mit reingepackt. Ich liebe zum Beispiel die Hanging in Hawaii Palette. So eine wunderschöne Neutral-Palette. I love it. Schaut mal, hier sind immer noch Backups von der Dior Foundation. Die packe ich gleich hier rein, weil wenn ich es liegen lasse, dann mache ich es nie. Und hier habe ich einfach, wie gesagt, so ein paar verschiedene Make-up-Coach. Hier die ganzen Luvia-Paletten, BH. Und da hinten sind auch noch ein paar günstigere. Bei mir ist Lidschatten, ich benutze sie ja nicht jeden Tag, deswegen ist das so für mich in Ordnung. Ich habe einen Überblick, wo was ist. Das passt. Hier unten habe ich für euch immer Verlosungskisten. Ich habe mittlerweile 3. 2 sind hier drin, die andere ist einmal unten im Keller, wo ich euch regelmäßig was mit einpacke. Und hier habe ich noch so ein paar Wimpern mit reingemacht. Diese Schublade kann ich euch nur so ganz kurz zeigen, denn hier sind Muster drin für meine Color Cosmetics, die in den nächsten Wochen, Monaten rauskommen. Genauso wie hier. Puh. Kinders, das war wirklich anstrengend. Sorry für diese Position hier, aber ich finde es auch mal wichtig und schön, dass ihr mich auch mal so seht, wie ich im Alltag aussehe. Ich glaube, ich habe seit einem Jahr vielleicht 5-mal eine vernünftige Hose getragen. Jacke. Und das war's. Ich möchte das Ganze noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, ihr konntet einen ganz guten Eindruck bekommen, wie die Lage da oben ist. Erstmal ganz wichtig, das Ganze ist keine normale Schminksammlung. Also bitte, nehmt mich nicht als Maßstab, was man haben muss. 90% der Sachen, die da oben sind, habe ich nicht selber gekauft. Das ist PR. Firmen schicken uns YouTubern, uns Beauty-Mäusen Make-up, damit wir sie eventuell reviewen können. Natürlich kaufe ich auch einige Sachen dazu. Ich gucke aber mittlerweile auch schon darauf, dass ich einfach weiß, okay, ist es ein Teil, was ich wirklich wieder benutzen würde oder ist es das nicht? Und 90% der Sachen, die kommen, ihr habt die Schubladen gesehen, ich habe erst vorgestern 18 Pakete random an euch geschickt. Ich mache ja unter jedem Video, unter jedem Post, den ich mache, gefühlt ein Gewinnspiel, um das Make-up loszuwerden. Weil irgendwann ich habe hier nur begrenzt Platz und ich möchte das, was ich kriege, an euch weitergeben, damit auch ihr so ein bisschen was davon habt. Ihr unterstützt mich hier immer mit meinen Videos und supportet mich. Und mir ist es wichtig, dass ich das weitergeben kann an euch. Also seht das nicht als
als normal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, ich antworte euch selbstverständlich in den Kommentaren so gut ich kann. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr ein Teil 2 sehen wollt, wo ich euch meinen Schminkplatz zeige, dann lasst es mich gerne wissen. Ich werde dann ein Video darüber machen. Und ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf!